Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Glossy Box in der März-Edition. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in diese Frühlingsbox zu schauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossy Box ist eine Beauty Box, die so ja mindestens 5 Beauty Produkte enthält, monatlich erscheint, ab 12,50 Euro pro Box und pro Monat kostet und ich bekomme eine Box in der Kooperation zugeschickt und meine eigene Abo-Box kommt immer ein bisschen später. Die verlose ich dann an einen von euch. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Und ja, einen Code habe ich auch noch. Glossy Claudi müsste das sein. Hier war gerade ein Kleberest. Da kannst du 20% auf deine erste Box sparen. Das ist ganz cool. Ich habe den Deckel jetzt mal entfernt und möchte mit euch mal hineinstöbern. Uns erwartet zuallererst so ein Flyer, das ist quasi ja die Info, dass wir ein digitales Magazin haben. Dreamy Days Edition, digitales Glossy Magazin, genau, das kann man hier mit dem QR-Code abscannen. Ne? Hey Glossy, auf in den Beauty-Frühling mit dir. Draußen ist traumhaftes Wetter, wir gehen auch gleich spazieren tatsächlich. Den besten Begleiter in Sachen federleichte Pflege und trendy Kosmetik hast du mit dieser Dreamy Days Edition an deiner Seite. Lass dich auf dieses Abenteuer ein und schwebe mit uns. Schön verträumt in die neue Jahreszeit. Ich hoffe, hier ist keine Schlafmaske drin. Aber wir gucken mal. Zwei, drei Produkte sind bei allen Glossys immer gleich in der Box drin enthalten. Und die restlichen zwei, drei Produkte unterscheiden sich dann. Ne? Da kann man dann im digitalen Magazin nachlesen. Okay, wie ich einfach dachte, habe ich nur ein Produkt hier drin? Da ist noch ein bisschen mehr mit dabei. Das wäre sehr enttäuschend gewesen. Ne? Wobei die Alverde Körperlotion revitalisierend mit Bio-Granatapfel und Bio-Lupinen ist eine Full-Size, was sehr cool ist. Die ist noch eisekalt, weil gerade ist das Paket bei mir einen drauf. 250 Milliliter. Granatapfel ist ein toller Duft, da steht mein Freund halt auch tierisch drauf, also das mag er gerne als Saft auch trinken. Und Lupine sind ja auch diese weißen Blumen. Ja. Und das kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mal ausprobieren, ne? Warum eigentlich nicht? Kann ich... Riecht jetzt nicht so mega spektakulär. Dann gucken wir uns die nächsten Produkte an. Okay, das sind teilweise wirklich kleine, ne? Von Avant habe ich... Avant, die Marke, die die Boxenwerte immer in die Höhe treiben lässt. Das ist Dynamic Hydra Balancing and Firming Pullulan Night Moisturizer. Okay, 50 Milliliter. Ich weiß nicht, was Pullulan ist, sagt mir jetzt so nichts. Und wir hatten bislang immer die weißen Tuben mit schwarzem Deckel. Jetzt haben wir eine schwarze Tube. Sieht natürlich fancy aus. Ich finde, Avant ist eine Marke, die interessant ist. Das war ein Reim. Aber ich würde im Leben nicht den vollen Preis dafür bezahlen. Also wenn das irgendwie ein Viertel davon kosten würde, okay, würde sich, ne, wäre okay für mich. Aber irgendwie über 100 Euro für sowas finde ich ein bisschen krass. Ne? Und dann freuen wir uns doch immer, wenn wir sowas in der Box drin haben, oder? Also meine Meinung. Und ja, hochpreisiges Produkt, was wir noch nicht drin hatten, ist cool. Dann habe ich hier was drin von Nude Sticks. Irgendwie jetzt auch irgendwie öfters mal zu finden, finde ich. Ne? In der Farbe Dew Wop ist das die Geschichte. Magnetic Luminous Eye Color, also quasi ein Lidschatten mit 2,5 Gramm. Ein Lidschattenstift. Also ich habe jetzt auch gehört, dass immer mehr sowas dann auf ihr Lid geben und dann mit Lidschatten setten. Ne? Das ist scheinbar jetzt auch irgendwie angesagt. Ist auch eine schöne Farbe dafür, so ein schönes Bronze. Ich bin immer so vorsichtig, weil mir flutscht das super schnell in die Lidfalte rein. Ne? Muss ich mal gucken, ob ich das verwende oder ob ich den weiter wandern lasse, weil ich sammle ja, kriege ich jetzt gerade nicht auf, auch die ganzen Monolidschatten und Parfümminiaturen, um ja auch am Jahresende eine Verlosung zu machen. Da mache ich ja wie jedes Jahr so eine Verlosung für euch. Da muss ich mal gucken, ob ich den mal ausprobiere. Dann habe ich hier von Lotte London Oil Slick London, okay. Nourishing Lip Oil, das hat so lila Schimmer, ganz interessant, 1,8 Milliliter. Das finde ich cool, das werde ich auch verwenden, weil ich sowas für unterwegs total toll finde und das passt jetzt super zu diesem Nagellack. Ne? Das ist übrigens von Rival de Loup aus der Cosmical Mood Limited Edition oder Rival Loves Me, weiß ich nicht, einem von beiden auf jeden Fall. Lotte London ist eine Marke, die finden wir mehr so im englischsprachigen Raum. Ich meine, dass die auch mal in Deutschland im Rossmann waren. Ja, und das könnte zum Beispiel jetzt super zu meinem Oberteil passen, zum Beispiel. Ne?
mag ich gerne leiden und das ist schön so für die Handtasche. Lippenöle finde ich auch ganz praktisch, weil das so ein schöner, so ein schönes Zwischending ist zwischen Lippenpflegestift und Lipgloss, ne? Und dann hast du halt Lip Oil als Alternative oder als Zwischending. Und dann habe ich hier als letztes von Aurika einen Aurasmic Parfümstick mit 4,5 Gramm. Ja, interessant. Parfümsticks finde ich aber irgendwie nicht so genial. Kardamom, Rose und Hölzer. Wutz. Das sieht wunderschön aus. Kannst du nichts zu sagen. Mag ich wirklich gerne leiden. Also sehr, 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 sehr hübsch. Wir hatten von Aurika mal irgendwie so ein Setting Spray auch schon mal mit drin. Oh, das riecht aber sehr, sehr gut. Und sowas ist für unterwegs auch super. Das machst du dir so hinters Ohr, ne? Oh, das sieht so hübsch aus. Eigentlich will ich das doch irgendwie behalten. Es riecht halt angenehm. Ich mag auch gerne diesen rose Duft. Also das ist ein toller Duft. Wirklich ein toller Duft. 4,5 Gramm. Bin mal gespannt, was sowas wert ist, ne? Ja, und das hier ist jetzt einmal die Glossy Box aus dem Monat März gewesen. Ich finde, dass die Box schön ist. Wir lassen uns ja monatlich überraschen, ne? Und das schafft die Box. Wir haben hier dekorative Kosmetik, wir haben Pflege, wir haben was für den Körper, wir haben was fürs Gesicht, wir haben ein bisschen auch einen Duft mit dabei, auch wenn die Applikationsform nicht ganz so meine Welt ist, aber es muss ja nicht alles meine Welt sein, weil das ist die Glossy Box und nicht die Cloudy Box und dementsprechend ist das schon lohnenswert. Also ich denke immer an die 12,50 Euro und dafür lohnt es sich definitiv, aber schreibt mir gerne mal eure Meinung auch unten in die Kommentare rein, da können wir uns gerne austauschen. Okay, das Avant-Produkt hat jeder drin. Offensichtlich auch das Lip Oil und den Parfümstick auch. Und der Rest vom Schützenfest scheint dann variabel zu sein, also auch der Nude Sticks. Aha, das ist interessant. Oh wow, hier gibt es eine ganz, ganz tolle Sneak Peek für April. What's up next? Bloom and Grow. Mit unserer April-Edition blühst du richtig auf. Während die Natur ihr strahlendes Comeback feiert, kultivieren, pflegen und lassen wir unsere Beauty-Routine wachsen und gedeihen. Das geht natürlich nur mit den passenden Pflege- und Kosmetikprodukten, die wir in die April-Box gepackt haben. Nimm dir alle Zeit der Welt, während du zurück zu deinen Beauty-Wurzeln gehst und dich von den Pflanzen inspirieren lässt. Denn nur mit einer gut gepflegten Basis, genügend Zeit und Geduld kann daraus etwas unbeschreiblich Schönes wachsen. Wir können es kaum erwarten, dich dein Beauty-Bewusstsein wachsen zu sehen. Dich und dein Beauty-Bewusstsein. So. Und das ist eine richtig schöne Special Edition Box. Oh mein Gott, die sieht wunderschön aus. Habe ich richtig Bock drauf. Krass. Ja, und wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!